Ich begrüße euch zu einem neuen Technikvideo hier beim German Treasure Hunter und ich habe mir wieder einige Sachen rausgesucht, die ich euch zeigen möchte. Ich bekomme immer mal wieder von meinem Sponsor Abenteuer Schatzsuche Sachen geschickt, wo er sagt, hier, guck mal, teste das doch mal, das könnte dir vielleicht gefallen. Da gibt es Sachen, wo ich dann sage, ja, die finde ich nicht schlecht, aber da muss ich kein Video zu machen. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, okay, dann möchte ich ein Video zu machen, weil das wirklich gute Sachen sind und die sich über die letzten Wochen und Monate dann auch bewährt haben. Drei Sachen habe ich für euch rausgesucht, die ich euch in diesem Technikvideo zeigen will. Einmal hier im Studio, aber auch gleich noch mal kurz draußen. Einmal haben wir hier die neue Schaufel von Weitz. Dann haben wir von Weitz einmal das Grabungsmesser, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, was will ich denn damit? Dann war ich damit suchen auf der Wiese und im Wald, natürlich genehmigt und war dann doch recht schnell überzeugt. Außerdem, seit wirklich ganz, ganz vielen Monaten laufe ich jetzt mit dieser Fundtasche von Weitz. Und da muss ich sagen, die habe ich über die Monate wirklich lieben gelernt. Am Anfang habe ich gedacht, ganz schön klobig das Teil irgendwie, relativ groß und schwer wirkt das Ganze. Aber die Funktionen, also die Features an der Tasche, die haben mich wirklich dann auf Dauer überzeugt. Und wir schauen uns mal an, was die Tasche denn überhaupt alles kann und warum sie so besonders ist. Besonders ist sie übrigens auch im Preis, muss man sagen, mit 39 Euro. Aber wenn man so eine Tasche über längere Zeit hat, glaub mir, das ist für mich aktuell die beste Fundtasche, die man kaufen kann. Aber kommen wir jetzt zu den Details an dieser Tasche. Wir haben hier schon einmal, jetzt hier, ich drehe es mal ein bisschen zur Kamera, einmal so eine große Tasche vorne, wo ich noch besondere Sachen wegschließen kann, schützen kann mit einem Reißverschluss. Das ist nämlich auch schon der einzige Reißverschluss an der Tasche. Drin haben wir natürlich nochmal andere Fächer, aber ich habe dann hier zum Beispiel nochmal so Sachen drin wie Fundtüten. Dann kann ich hier auch nochmal extra, vielleicht könnt ihr es hier sehen, kann ich nochmal extra so Stifte oder zum Beispiel eine Zahnbürste zum Saubermachen, die kann ich hier einbringen und das ist also geschützt hier durch den Reißverschluss. Reißverschluss kann natürlich auch verdrecken und dann ist dann schwer aufzukriegen, von daher nutze ich den Teil der Tasche eigentlich recht selten. Dann haben wir hier an der Seite nochmal ein Netz und die Möglichkeit zum Beispiel ein Getränk reinzupacken, eine kleine Flasche. Das geht aber auch hier an der anderen Seite nochmal, also an beiden Seiten sind außen auch nochmal Taschen dran. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal innen an und da ist schon mal ein Highlight, nämlich der größte Bereich dieser Tasche ist für den Schrott, wie das ja so ist in dem Hobby, man findet bei einem Suchgang größtenteils Schrott und natürlich auch viele kleine Highlights, aber ist halt eben auch viel Müll dabei und darum ist hier eingearbeitet, ihr könnt es in der Kamera schon sehen, ein Netz unten drin, ich zeige es mal hier in die andere Kamera, da ist ein Netz unten drin, wo der ganze Dreck, der an diesen Schrottfunden dran ist, einfach nach unten rausrieseln kann und meistens gibt man sich ja auch nicht die Mühe, die sag mal Schrottfunde auch sauber zu machen, die landen dann meistens relativ schmutzig in der Tasche. Von daher ist das schon mal eine ziemlich coole Idee, in so eine Fundtasche, wo der Müll drin ist, unten ein Netz reinzumachen, dass der Dreck halt eben rausrieselt und nicht die Fundtasche versaut. Und genau das habe ich schon ganz oft erlebt bei anderen Fundtaschen. Von daher war das schon mal ein Feature, wo ich gesagt habe, ey, das ist echt eine super Idee. Und das gibt es nur bei dieser Weitz Fundtasche. Dann nochmal ins Innere. Da haben wir, ich zeige es mal eben so, haben wir insgesamt vier Bereiche im Inneren. Den größten haben wir ja jetzt schon gesehen. Das ist der halt eben für den Schrott. Dann haben wir nochmal einen kleinen Bereich, wo schönere Funde reinkommen. Und vor allen Dingen habe ich dann hier auch immer dabei nochmal so ein Coinpad, was auch da prima reinpasst, wo ich dann nochmal extra geschützt die schönen Münzen reinpacke, die ich da finde. Dann haben wir zwei Fächer für jeweils den Pinpointer. Und das finde ich auch total genial. Der baumelt also nicht draußen irgendwo an einem Holster an mir rum oder an der Fundtasche rum. Der ist hier schön fest verankert an der Seite und da kann man auch dann prima den Pinpointer mit einer Hand nur reingleiten lassen. Das zeige ich euch gleich draußen nochmal. Und das Coole ist, was wirklich sehr durchdacht ist, das gibt es einmal auf der rechten Seite, aber auch für Linkshänder auf der anderen Seite. Also da haben sie wirklich mitgedacht bei der Entwicklung dieser Tasche. Also das ist ziemlich cool. Dann haben wir noch einen ziemlich langen verstellbaren Gurt. Also da passt auch Obelix von Asterix und Obelix. Dem passt die Fundtasche, glaube ich, auch. Also ist also auch für größere und etwas korpulentere Sucher gemacht. Von daher, das für mich wirklich eine absolute Empfehlung, auch wenn der Preis mit 39 Euro schon echt gesalzen ist. Aber die Tasche hat halt wirklich tolle Features. Ich habe keinen baumelnden Pinpointer mehr. Die Tasche verdreckt nicht von innen die ganze Zeit, weil der meiste Dreck unten rausrieselt. Also insgesamt ist das wirklich eine tolle Tasche, die ich gerne euch ans Herz legen möchte. Sie ist von Abenteuer Schatzsuchen unten nochmal verlinkt. So, dann geht es weiter
Hier ist noch ein bisschen Dreck auf dem Tisch jetzt. Dann geht es weiter mit dem Grabungsmesser. Das zeigen wir natürlich auch draußen jetzt gleich nochmal. Das kostet, ich glaube, 49 Euro bei Abenteuer Schatzsuche. Ist auch natürlich kein Schnäppchen, aber dafür qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also wir haben natürlich einmal hier eine Tasche, die mich schützt davor, dass ich mich damit verletze, wenn ich das Ganze trage. Dann habe ich hier auf der Klinge nochmal eine Maßeinheit, also einmal sowohl in Zentimeter auf der einen Seite als auch in Inch auf der anderen Seite. Und man muss dazu sagen, dass das halt eben hier an der Seite jeweils unglaublich scharf ist, das Messer. Das heißt, ich kann damit also wirklich draußen mit so leichten Sägebewegungen mir tatsächlich so was aus dem Boden rausschneiden, so ein Plug. Und das funktioniert echt super, muss ich sagen. Hat mich vor allen Dingen auch im Wald überzeugt. Die ganzen kleinen Wurzeln, das ging wirklich so tup, 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 einmal durch die Wurzeln durch. Natürlich ist irgendwann Schluss, also bei einer Wurzel, die jetzt, sag mal, 5 cm Durchmesser hat, da ist natürlich Quatsch, sowas zu erzählen, das stimmt natürlich nicht, aber bei kleinen Wurzeln, da klappt das prima und hat super funktioniert, auf der Wiese sowieso. Wir zeigen das gleich draußen nochmal und wir haben hier so eine leichte Biegung von der Klinge hoch zum Griff nochmal, was auch cool ist, weil das halt eben nochmal so eine gewisse Ergonomie hat und es dann dadurch leichter ist, das aus- oder rausgesägte dann eben so rauszuploppen, rauszuhebeln. Finde ich eine ziemlich coole Geschichte, hat mir, wie gesagt, im Wald sehr viel Spaß gemacht und auch auf der Wiese. Dann ganz neu gibt es jetzt diese Schaufel von Whites. Die gucken wir uns auch nochmal gleich draußen im Detail an. Wir haben hier unten auch wieder am Ende das Blatt natürlich super scharf hier an der Seite. Das heißt, die Seite und auch unten das Blatt ist angesägt, angeschärft nochmal. Da muss man wirklich aufpassen, also hier gerade bei den Spitzen, dass man da nicht im Sommer am Bein mal eben hängen bleibt. Da gibt es garantiert offene Wunden. Aber wir haben auch hier wieder, genauso wie bei dem Grabungsmesser auch, diese Biegung von oder diesen gebogenen Übergang von dem Schaufelblatt, von dem Sägewerk hoch zu dem eigentlichen Griff, zu dem Stiel, was wiederum dafür sorgt, dass sich der Aushub leichter raushebeln lässt. Das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Und sie macht wirklich einen sehr guten Eindruck, ist leichter als man glaubt. Ziemlich coole Sache. Hier oben, okay, das hätte man sich wirklich schenken können, muss ich sagen. Hier war mal so eine Whites-Aufkleber drauf. Ja, dass der natürlich ruckzuck abgeht, ist eigentlich klar. Und ich denke, auch hier hätte man durchaus für, ich sag mal, Produktionskosten 2 Cent an jeder Seite ruhig nochmal so ein Plastik-Plug einbringen können, um den Griff hier zu verschließen. Trotzdem der Griff ziemlich cool, weil er etwas dicker, etwas schwerer ist. Sehr griffig hier oben an der Seite. Das hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, vom Gesamtgewicht ist hier auch sehr, sehr cool. Von daher eine recht coole Schaufel, die jetzt neu auf dem Markt ist, auch von Whites. Und da muss ich sagen, die gefällt mir ziemlich gut. Das schauen wir uns jetzt draußen nochmal an, wie das Ganze denn auch auf dem Acker zum Beispiel performt oder das Grabungsmesser auf der Wiese und die Tasche, da wollte ich euch auch nochmal zeigen, wie super easy der Pinpointer mit einer Hand da reinflutscht. Das ist wirklich cool. Von daher springen wir jetzt mal schnell raus auf das Feld und gucken uns die Sachen nochmal schnell 2-3 Minuten draußen an. So, jetzt sind wir nochmal schnell rausgegangen, um nochmal ein bisschen was zu zeigen. Und anfangen möchte ich mit der Tasche, die ist zum Beispiel auch super leicht einzustellen. Hier kann ich das mit einer Hand größer oder halt eben wieder kleiner machen. Das geht also ruckzuck, ich muss da nicht lange rumfriemeln. Das ist auch eine coole Sache. Und dann habe ich ja versprochen, dass ich euch noch zeige, dass ich den Pinpointer mit nur einer Handbewegung hier versenken kann. Und das ist natürlich echt super praktisch, genauso muss das sein. Dann schauen wir uns nochmal die Schaufel an. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass hier so eine Biegung dran ist von dem Stiel rüber zum Schaufelblatt, was wiederum dazu führt, dass man eine bessere Hebelwirkung hat. Das möchte ich auch einmal ganz kurz hier jetzt demonstrieren, dass das durchaus alles auch Sinn hat, dass da diese komische Biegung ist. Und zwar, wenn ich jetzt hier so ein bisschen reingehe, baue ich im Prinzip nur ganz leicht nach hinten und schon kommt das Erdreich hoch. Zack, draußen ist der Aushub. Also das ist wirklich eine sehr gute und durchdachte Sache. Allerdings sehr scharf. Aufpassen beim Absetzen, dass man nicht den Fuß trifft, sonst hat man drei Füße. Dann machen wir noch mal kurz hier, werfen wir noch mal schnell einen Blick auf das Messer und da gehe ich mal eben jetzt auf den Boden runter und zeige euch mal, wie gut man damit denn tatsächlich diese Sägebewegung machen kann.
So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das Messer. Wir haben uns einen Bereich rausgesucht, wo es auf jeden Fall ein bisschen trockener ist. Der Boden ist ein bisschen härter hier an der Stelle. Und wir wollen mal zeigen, wie scharf das Messer ist. Eignet sich natürlich besonders gut für die Suche auf der Wiese, um tatsächlich auch genau kreisrund einen Plug auszuschneiden oder aber auch für den Wald. Und wir machen jetzt mal hier kurz so einen Plug auf. Und da sieht man mal ganz gut, wie gut auch hier wieder die Hebelwirkung ist. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal drumherum geschnitten und durch diese Biegung hier vom Griff rüber zur eigentlichen Klinge habe ich wieder diese Hebelwirkung und kann dadurch relativ einfach das Erdreich hier rausholen. Also eine schöne Sache, sehr scharf, eignet sich besonders gut auch übrigens für Wald, aber ich hatte leider keine Zeit nach Holland oder nach Bayern zu fahren. Von daher haben wir es schnell hier auf der Wiese gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!